Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo ja, Software Inc. Interessierte und Anfänger. Für euch mache ich dieses Tutorial. Und ja, nach dem etwas kurzen Intro beim letzten Mal, in dem aber auch schon der ein oder andere Tipp verborgen war, wollen wir uns heute mal darum kümmern, wie wir unseren Charakter denn designen können. Also es gibt hier jede Menge Optionen, wo wir das Aussehen ändern können, von den Augen, wie groß die sind. Ja, wir können zum Beispiel sagen, er hat Riesenaugen oder hat ganz kleine Augen. Also da könnt ihr alles einstellen, wie ihr wollt. Wir können auch hier noch Schieberegler freischalten. Was das genau bedeutet, weiß ich gar nicht. Okay. Also wahrscheinlich haben die so ein paar Punkte, so wie in dem Bereich dürft ihr euch aufhalten. Und das kann man dann auch auf 100% setzen, indem man so freischaltet. So könnte ich mir es vielleicht erklären, dass man noch ein bisschen mehr Optionen hat, da was zu tun. Man kann hier drinnen praktisch auch den Namen festlegen, indem ich hier reinklicke und dann zum Beispiel eingebe, bei Toni. Mache ich jetzt einfach mal, damit man nicht den verwechselt später. Man kann hier einstellen, ob feminin oder männlich. Man kann hier die Haare designen, das Gesicht designen, den Torso designen, die Beine designen, gucken, ob man eine Brille trägt und welche Brille man trägt. Also da ist einiges geboten. Um das Ganze abzukürzen, habe ich schon zwei Profile erstellt und möchte einfach den hier laden. Das ist mein Nick Frei. Den habe ich hier drin irgendwann mal komplett designt. Und ja, mit dem spiele ich die meiste Zeit. Ne? So, dann haben wir hier unten sowas wie Persönlichkeit. Großzügig, umgänglich, naiv. Also ihr seht, dass wenn ich hier Dinge ändere, dann verschieben sich solche Haken. Ja, sturköpfig, introvertiert und so weiter. Man könnte jetzt hier Dinge zusammenstellen, ein Charakter, der zum Beispiel großzügig und sturköpfig ist, und dann hätten wir praktisch ja, super Fokus, das ist okay, immun gegen chaotische Umgebung und still aber tödlich. Es gibt aber nur einen einfacheren Weg. Ihr macht hier einfach alle Häkchen raus. Warum geht denn das jetzt nicht raus, hier das Häkchen? Deswegen sturköpfig, muss das da drin sein. Ihr macht einfach alle Häkchen raus und macht dann einfach euer eigenes kleines Charakterdesign. Der Vorteil ist, also wir haben hier zum Beispiel etwas, dass er zum Beispiel die Computer repariert, während er an denen arbeitet. Oder dass er in einem Wolkenkratzer in einem der höheren Stockwerke arbeiten will und dafür einen Bonus kriegt. Dann haben wir hier einen Sonnenschein, der bei sonnigem Wetter verbessert das Gemüt und die Hitze macht ihnen nicht so viel aus. Dann haben wir hier immun gegen chaotische Umgebung, wird nicht müde, bis die Energie vollständig aufgebraucht ist, hochbegabt und Schnelllerner. Ihr müsst praktisch hieraus was wählen und dann werdet ihr auch aufgefordert, was Negatives zu wählen. Und dann könnt ihr noch was Blaues wählen. Also diese Fähigkeiten. Ja, so. Es gibt so ein Optimum-Setup, was ich jedem empfehlen würde. Schnelllerner und hochbegabt. Warum hochbegabt? Ihr kriegt hier in der Vergabe der Punkte mehr Punkte. Wenn ihr hochbegabt seid, dann habt ihr nämlich keine Beschränkungen mehr in den Spezialisierungspunkten in der Hauptrolle. Das heißt, je nachdem, was ihr euch für eine Rolle gebt, habt ihr dort die meisten Punkte zur Verfügung, unabhängig von den anderen Punkten und Einstellungen. Jetzt werdet ihr aber auch aufgefordert, dass ihr dann was Negatives machen müsst, wenn ihr die zwei Positiven habt. Die blauen sind schon ausgegraut, die kann man schon nicht mehr nehmen. Wir brauchen negative Fähigkeiten. So, jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Sachen. Das hier macht zum Beispiel die ganze Firma dreckig. Da ist eure Putzfrau voll beschäftigt. Oder da habt ihr Depressionen, wenn schlechtes Wetter ist. Hier kommt ihr einfach nur zu Fuß. Was ist der Nachteil? Euer Arbeitstag ist teilweise halt 10 Minuten kürzer oder so. Ja, also es ist jetzt nicht unbedingt so der Wahnsinnsnachteil, dass man halt lieber zu Fuß geht oder mit dem Bus kommt, anstatt mit dem Auto zu fahren. Ganz im Gegenteil, es werden weniger Parkplätze belegt, wenn ihr Leute habt, die lieber zu Fuß gehen.
So, dass niemand mit euch im Aufzug fährt, ist vielleicht ein kleines Problem, dass wenn ihr im Aufzug seid, dass keiner mitfährt und dass dann die einen anderen Aufzug brauchen oder die Treppe gehen. Das hier ist wiederum sowas, kann schmutzig oder hässliche Umgebung nicht ertragen. Naja, wenn ihr Putzkräfte habt im späteren Spiel und auch am Anfang ist es relativ leicht, alles sauber zu halten, ist es kein wirklicher Nachteil mehr. Und damit habt ihr dann die zwei positiven Fähigkeiten durch zwei, naja, nicht wirklich negative Fähigkeiten ausgeglichen. Ihr hättet auch machen können, dass einer den Computer schrottet oder dass er vergesslich ist und seine Spezialisierung vergisst oder dass er sehr langsam läuft. Warum sollte ich mir das antun, wenn ich die zwei Sachen hier habe? Das sind halt so Fragen. Also das hier ist für mich das Optimum Setup. Gut, normalerweise habt ihr dann hier auch die Fähigkeiten so gelistet. Da müsst ihr erstmal hier auf das Gehirn klicken oder was das auch sein soll, um dann in die fortgeschrittene Ansicht zu kommen. Jetzt habt ihr hier noch verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt hier zum Beispiel die Kreativität einstellen. Ihr könnt zum Beispiel sagen, ich möchte ein visionärer Designer sein für Betriebssysteme. Kann man auch hier umstellen, ob ihr lieber Betriebssysteme, 2D, 3D-Editoren, Programme, Spiele oder was auch immer ihr hier machen wollt. Ja. Das Problem daran ist, wenn ihr das einstellt, dann will euer Charakter ein eigenes Büro, Lizenzgebühren von 5% und die IP besitzen. Das heißt, ihr könnt die IP nicht verkaufen, die gehört dem. Ihr könnt von den Einnahmen immer 5% an ihn abführen. Und ihr müsst ihm ein eigenes Büro bauen, sobald ein zweiter drin sitzt, wird er schlecht gelaunt. Man kann so einen Designer auswählen. Man kann, man muss nicht. Da bringt euch dann auch die Spezialisierung nichts. Wie ihr seht, sind die Sternchen hier ausgegraut. Da haben wir auch nur 7 Punkte. Trotz hochbegabt. Weil es einfach weggeschlossen wird hier. Ne? Also ich könnte höchstens mal versuchen... kriegen wir den Designer ein bisschen... Doch, es geht. Indem wir den Designer ganz leicht nach vorne ziehen, kriegen wir wieder 14 Punkte zusammen. Ja, und dann könnten wir sagen, okay, dann mache ich hier den Star-Designer, der zudem auch noch visionär ist. Wird dann wahrscheinlich wunderbare Programme geben. Man kann das Ganze auch ein bisschen runternehmen, indem man zum Beispiel sagt, okay, ich will einfach nur inspirierend sein, da brauche ich auch ein eigenes Büro und Lizenzgebühren, aber wenigstens müssen wir die IP nicht an unseren Charakter abtreten. Und wir haben die Fähigkeit, hier auch ein bisschen mehr in die Designrichtung zu gehen. Und da wieder die vollen Punkte ausnutzen. Wobei, so richtig volle Punkte sind es gar nicht, wenn ich sehe, wir haben nur 2 übrig. Wieso nur 2? Netzwerk und 3D. Na gut, egal. Da wird da wahrscheinlich noch welche dazu gewinnen können. Gehe ich mal stark von aus. Ich bin jemand, der gerne komplett ohne das hier spielt und sagt, ich suche mir meine Leute. So, nur einen kleinen Vorteil genehmigen. Ich suche mir meine Leute, die dann für mich designen, anstatt selber der große Designer zu sein. Ich pack mich einfach nur mit in die Teams und helf aus, wo es fehlt. So, außer der Entwicklung könnt ihr hier dann auch noch Sachen vergeben wie Leiter und wie also Führungskraft oder Dienstleistung. Bei Dienstleistung gehe ich ganz gerne auf den Support, weil ihr am Anfang keine eigenen Support-Leute haben werdet und je besser der Support ist, umso besser ist der Support für eure Software. So, bei der Leitungs-, also Führungsrollenfunktion kommt es darauf an, was ihr später machen wollt. Wenn ihr reingehen wollt und wollt auch Projektmanagement machen, dann müsst ihr auf jeden Fall Automatisierung mit dazu nehmen. Die Sozialisierung, da könnt ihr zum Beispiel Meetings abhalten, was auch gerne gesehen wird von den Mitarbeitern, dass man Meetings macht. Und ja, Multitasking. Da wird dann ein bisschen effizienter, was Sachen wie Support- und Marketingaufgaben betrifft. Im ersten Stern und da wir ja sagen, dass er auch Supporter sein soll, also sprich, wir haben ja hier Support ausgewählt, ist es gar nicht verkehrt, da noch einen Punkt reinzugeben. Man könnte auch Personalwesen machen. Dann kann man das komplette Personalwesen abgeben. Ich glaube, das machen wir auch mal mit dem hier. Statt Sozialisierung macht er noch Personalwesen mit. Dann kann ich euch vielleicht auch mal das Personalwesen erklären, indem ich ihn hier zum Personalleiter mache.
Man komplett automatisiertes Spiel laufen lassen, wäre auch mal interessant. So, so hätten wir dann unsere Punkte vergeben, haben sogar noch ein paar Designpunkte übrig, die wir momentan nicht vergeben können, weil wir haben halt momentan da noch nichts drin. Also es gibt noch kein 3D, es gibt noch kein Netzwerk, zwei Punkte. Es ist auch interessant, wenn dann 2D und Netzwerk dazukommen, können wir die zwei Punkte direkt vergeben auf 3D und Netzwerk, ohne Probleme. Und haben direkt einen Designer, der auch 3D und Netzwerk programmieren kann, oder designen kann. Nicht programmieren, aber designen. So, ja, dann geht's hier drüben weiter. Da könnt ihr einstellen, ob ihr mit 25.000 anfangen wollt oder mit mehr. Wenn ihr mehr macht, ist allerdings ein Darlehen fällig. Da müsst ihr ein Darlehen aufnehmen. Das kommt eigentlich dann ins Spiel, wenn ihr ein eigenes Grundstück haben wollt und nicht erstmal in Miete wohnt. Auch dazu in einem späteren Tutorial mehr. Das Startjahr könnt ihr auswählen, ob 1980 oder ja, später, ja, bis 2010 hoch. Entscheidet darüber, welche Technik ihr im Spiel habt. Dann haben wir hier die Schwierigkeitsgrade. Das ist mittel, schwer und unmöglich. Unmöglich ist wirklich unmöglich. Also da drin kannst du kämpfen, damit du auf einen grünen Zweig kommst. Werde ich mir demnächst vielleicht auch mal geben. Anfänger ist extrem leicht. Also zum Einstieg würde ich schon Mittel empfehlen. Wenn man es dort dann mal geschafft hat, hat man ein System, womit man auch auf schwer spielen könnte, wenn man das wollte. Ja? Also Mittel ist jetzt nicht so schlimm. Da kann man schon ganz gut mitleben. Benutzer definiert. Könnt ihr euch hier alle möglichen Sachen einstellen. Ihr könnt auch sagen, hier, ich gebe mir hier mehr Geld. Und dann startet ihr eben mit mehr Geld, wenn ihr da akzeptieren macht. So, habt ihr 100.000 ohne Kredit. Aber der Schwierigkeitsgrad ist dann auch auf nichts, weil ja, ihr in dem Fall nicht auf Mittel spielt, sondern auf Benutzer definiert. So, gerade nochmal gucken, dass das wieder alles stimmt. Passt. Eine häufige Frage, die mir gestellt wird, ist, wie viele Tage pro Monat soll man denn machen? Programmiert wird das Spiel auf einen Tag pro Monat. Man kann es auch auf zwei Tage pro Monat hochdrehen, das ist kein Problem. Wenn es höher wird, dauert die Programmierung so unendlich lange. Also ich persönlich bin mittlerweile an einem Punkt, mehr wie zweifach mache ich nicht. Also zwei Tage pro Monat. Die meiste Zeit, wenn ich privat spiele, spiele ich sogar mittlerweile auf einen Tag pro Monat. Und ich bin sogar am Überlegen, mein Streaming-Projekt auf einen Tag pro Monat umzustellen und nochmal neu zu starten, damit man einfach mal ein Stück kriegt. Da unten würden dann die Mods stehen, die ihr aktivieren könnt oder nicht aktivieren braucht, je nachdem, wie ihr wollt. Wir haben keine Mods, von daher passt's. So, dann ganz wichtig auch hier oben die Funktion. Wir haben 100% von den 25.000, also von der Firma. Sobald ich hier einen noch mit dazu nehme, dann hat derjenige 50% von der Firma. Und wenn ich noch einen dazu nehme, haben wir nur noch 33% von der Firma. Und wenn ich noch einen dazu nehme, hat jeder nur 25% von der Firma. Ich weiß nicht, ob die sich untereinander verkrachen können, dass dann noch einer aussteigt. Ich persönlich bin da ganz ehrlich, ich spiele am liebsten so. Da bin ich der Firmenchef und was ich entscheide, das wird gemacht. Und da kommt mir keine KI dazwischen, die mir irgendwie versucht, das Geschäft zu vermasseln oder ihre Aktien verkauft und plötzlich hat jemand anders die Mehrheit und ich habe Stress und, und. So bin ich Chef, Solo-Gründer, alleiniger Inhaber und entscheide, was mit meiner Firma passiert. So, dann haben wir hier so einen Editor, da klicke ich die meiste Zeit nur auf zufällig und gucke, ob ich irgendwas Schönes finde. Ich weiß gar nicht, wenn ich hier zum Beispiel sowas eingebe wie Square Eyes Entertainment, nur mal so als Spaß, einfach nur mal gucken, ob er dann hier eventuell bei zufällig vielleicht sogar darauf reagiert, dass da Square drin vorkommt. Weil, also komischerweise habe ich da nämlich eins der schönsten Logos gefunden. Naja, so schlecht ist es jetzt auch nicht. Ich gucke gerade mal, da habe ich einen Code. Wir können auch einfach einen Code verwenden. Ja, das heißt, wenn ihr mal ein Logo habt, könnt ihr auch einen Code verwenden. Und könnt den hier reinkopieren.
Und dann taucht euer Logo auf. Da gibt es so einen langen Stringcode, den man irgendwo speichern kann und dann hat man immer das gleiche Logo. Erschaffen tut ihr diesen Stringcode, indem ihr hier auf Fortgeschritten klickt. Nicht vollständig möchten Sie stattdessen einen weiteren öffnen? Nein. Also, wenn jetzt hier das Logo drin wäre, könnte man hier auf Code generieren klicken. Also, wir können ja auch hier, glaube ich, zufällige Sachen machen. Logo ist zu komplex für den Erweiterten. Okay. Also, da kannst du dann auch einen Code generieren und das gibt dann halt, wie gesagt, so einen ewig langen Code. Ja, der kommt damit jetzt gerade gar nicht klar. Es gibt dann so einen ewig langen Code, den du halt hier eingeben kannst, damit dann immer das Logo wieder auftaucht. Wenn man sich einmal die Mühe gemacht hat, kann man da praktisch über einen Code das Logo verwalten. Schöner fände ich es, wenn es hier wie beim Charakter wäre, dass man eine Speicherfunktion hätte, aber vielleicht kommt das ja irgendwann, dass der Code lokal gespeichert wird und wir den aufrufen können. Ja, was gibt's sonst noch so hier zu erklären? Ich glaube nichts mehr. Dann geht's weiter mit dem Spielestart und den behandeln wir in einem neuen Video. Ich bin erstmal raus, sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen, diesen Bildschirm hier besser zu verstehen und wie man seinen Charakter am besten designen kann, damit man dann im Spiel auch den einen oder anderen Vorteil hat. Und was ich vielleicht noch erklären könnte, fällt mir gerade ein, warum ich überhaupt auf System und 2D so Geo und auch ein bisschen Audio mit dazu nehme und nicht einfach hingehe und sage, meiner ist 2D Audio Hardware Designer. Die meisten Aufträge, die ihr am Anfang im Spiel kriegt, die sind halt System 2D Aufträge und manchmal auch ein bisschen Audio mit dabei, für Hardware so gut wie gar nichts. Das ist der Grund, warum wir hier alles so weit nach vorne setzen. Gut, aber das soll es jetzt wirklich gewesen sein. Ich bin dann erstmal raus. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Bye-bye.